Eine neue Folge O-Ton Wirtschaft steht heute an. Mein Name ist Thilo Sommer und es geht um das Thema Einzelhandel. Und wir wollen zu sprechen kommen auf die IHK-Kampagne Heimat shoppen. Wie geht es dem Einzelhandel während Corona? Eine Frage, die man so pauschal sicherlich nicht beantworten kann. Da muss man differenzieren. Insgesamt muss man aber leider feststellen, dass die Branche zu den Verlierern der Krise sicherlich gehört. Zuletzt haben wir eine Art Öffnungseuphorie sicherlich erlebt, aber insgesamt ist man doch deutlich weiter unter dem Vorkrisenniveau. Was hat sich getan? Was wird passieren? Und ja, was muss noch getan werden, damit es der Branche wieder besser geht? Darüber spreche ich heute mit Rainer Scheucht, geschäftsführender Gesellschafter von Foto Scheucht, Fototronic GmbH in Gütersloh. Seit September 2014 Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, bereits seit 2006 Mitglied der IHK-Vollversammlung und auch stellvertretender Vorsitzender des Handelsverbandes Ostwestfalen-Lippe. Hallo Herr Scheucht, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo Herr Sommer, herzlichen Dank, sehr gerne. Dann möchte ich Sie direkt mal nach Ihrem eigenen Stimmungsbild fragen. Ich habe es in meiner Vorrede gerade gesagt, der Branche geht es insgesamt deutlich schlechter als vor Beginn der Krise. Wie fällt Ihr eigenes Zwischenfazit aus? Wie geht es Ihnen persönlich und auch Ihrem Unternehmen? Gott sei Dank hatten wir in unserem Unternehmen dank guter Vorkehrungen bisher keinerlei Corona-Infektionen. Wir haben zwei Teams gebildet, sodass, falls etwas Negatives eintreten würde, wir trotzdem aktionsfähig bleiben. Unsere Branche, wie auch der Textil- und Schuhhandel, ist natürlich massiv beschädigt worden durch die Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung. Wir konnten in weiten Teilen nur mit Click und Collect arbeiten. Das heißt, der Kunde hat uns angerufen oder online bestellt und wir durften die Ware am Point of Sale ausliefern, abgeben. Jegliche Beratung musste telefonisch stattfinden und was die Menschen am meisten vermisst haben und was jetzt sukzessive wieder stark kommt, ist das Gespräch mit dem Freund oder der Freundin in der jeweiligen Branche, um im Wirrwarr des Alleingelassenseins online wieder eine starke Ausrichtung zu finden, was das richtige Produkt für den Menschen ist. Das fehlt den Menschen. Und wenn wir unsere Umsätze vergleichen, so sind wir jetzt aktuell deutlich besser als 2020, als Corona ja schon da war mit den Beschränkungen. Wir sind aber auch noch erheblich schlechter als 2019, als wir noch gar nichts von einem Coronavirus wussten. Ich habe mir eine Zahl aufgeschrieben aus einem Handelsblattartikel. Da ging es um die Umsatzzahlen, Bereich Textilien, Bekleidung, Schuhe. Vergleich April 2021 und Mai 2021, ein Umsatzplus von 72% etwa wurde da verzeichnet. Also das ist diese angesprochene Öffnungseuphorie, die Leute strömen wieder in die Städte, was inzwischen auch diverse Analysen belegen. Das heißt, dass die Innenstädte einfach, dass sich die Passantenzahlen in den Innenstädten erhöhen. Können Sie das bestätigen, dass da die Kauflaune wieder steigt? Absolut. Also sowohl im Mai 2020 als auch im Mai 2021, als schon leichte Öffnungstendenzen wieder da waren, hat sich der Innenstadthandel sofort wieder deutlich erholt. Besonders vorsichtige Menschen haben aber noch, bis sie zweimal geimpft waren, das Einkaufserlebnis stationär nicht gesucht, sondern haben es nach hinten geschoben. Und das führt dazu, dass wir auch jetzt deutlich steigende Besucherzahlen in den Städten haben. Große Sorge haben wir, wenn die Urlaubszeit zu Ende sein wird, wie viele Infektionen dann nach Deutschland aus anderen Ländern hineingetragen werden. Das stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen und leider auch so eine sehr große Unbekannte. Das können wir ja so noch nicht vorhersehen. Bislang sieht es oder aktuell sieht die Situation sehr, sehr gut aus, obwohl der Trend ja, was die Zahlen anbelangt, leider ja wieder steigend ist. Ne? Durch die Corona-Pandemie insgesamt hat aber ein Strukturwandel stattgefunden im Einzelhandel. Und dazu habe ich einen Bericht vom Institut für Handelsforschung aus Köln gelesen. Und da wird prognostiziert, dass pandemiebedingt dieser Strukturwandel
um circa 7 bis 8 Jahre schneller eingetreten ist. Also Gründe sind ein verändertes Kaufverhalten, andere Wettbewerbssituationen, Liquiditätsengpässe, der Online-Wachstum natürlich. Was bedeutet das denn konkret für die Branche und können Sie das überhaupt so bestätigen, was die Kölner da aufgeschrieben haben? Das Institut für Handelsforschung ist eine sehr renommierte Forschungsinstitution, deren Zahlen man trauen kann. Generell kann man sagen, dass der Strukturwandel in der Beschleunigung sich auf die einzelnen Branchen sehr unterschiedlich ausgewirkt hat. Beinahe keinerlei negative Auswirkungen hat es auf den Zweiradhandel, sprich die Fahrradindustrie, gegeben, die einen enormen Boom erlebt, weil mit einem E-Bike plötzlich weitere Distanzen zu überwinden sind. Und die hatten praktisch gar keinen Umsatzeinbruch durch Corona. Im Gegenteil, es war eine Beschleunigung, die jetzt stattfindet. Begrenzt wird dieses Wachstum nur durch Liefersituationen und die nicht vorhandenen Container auf dem Weg von Ostasien nach Europa. In dem Zusammenhang haben wir eine Sorge über Preissteigerungen. Sie wissen vielleicht, dass ein 40-Fuß-Container 2.500 Euro gekostet hat vor Corona. Aktuell sind wir bei 12.500 Euro für einen 40-Fuß-Container auf dem Weg von China zum Beispiel nach Rotterdam oder Wilhelmshaven. Das heißt, einige Branchen haben massiv gelitten, speziell die Textil- und Schuhhändler, die eben bei einem Einkaufserlebnis den Spiegel vor dem Menschen brauchen, damit er sieht, wie das Kleid wirkt, wie der Schuh am Fuß aussieht. Und das kommt jetzt dank der möglichen Öffnung aufgrund der niedrigen Inzidenz sofort wieder mit täglich steigender Frequenz. Das, dann haben Sie ja schon den USP so angesprochen des Einzelhandels. Also was genau macht das denn Ihrer Meinung nach aus, dieses Erlebnis Einkaufen, also im stationären Handel? Das Erlebnis Einkaufen im stationären Handel ist das persönliche Gespräch mit dem Verkäufer Ihres Vertrauens oder der Verkäuferin, die Sie fair berät, nicht nach Gewinnoptimierung, sondern nach einer vernünftigen Bedarfsermittlung, was Sie denn brauchen, welche Vorstellungen Sie im Kopf haben. Die werden in einem Gespräch hervorgelockt und werden bestmöglich nach optimaler Warenkenntnis befriedigt. Das Alleinsein vor einem Computer, die Suche im Netz, welches Produkt denn das Richtige sein könnte, führt dazu, dass häufig Fehlentscheidungen getroffen werden, die den Bedarf nicht optimal befriedigen. Und das führt dann entweder zu ökologisch ungünstigen Rücksendungen, der Paketweg also zweimal, ohne dass der Wunsch erfüllt wurde, oder aber zu Fehlentscheidungen, wenn Sie das Produkt behalten, aber nicht richtig zufrieden damit sind. Jetzt haben Sie gerade schon den Kauf am Computer angesprochen, dann greife ich das direkt einmal auf. Auch eine Zahl des Instituts für Handelsforschung. Amazon wuchs 2020 täglich demnach um 31 Millionen Euro und ist sicherlich einer der Gewinner dieser Krise. Jetzt muss man sagen, der Online-Riese hat da sicherlich von der Basis profitiert, die man zuvor über Jahre schon geschaffen hatte und deswegen da nach wie vor handlungsfähig war. Wenn wir das jetzt versuchen, mal zu vergleichen mit dem Handel, dem Einzelhandel in Deutschland, aber auch natürlich mit Blick auf Ostwestfalen, wie vorbereitet war denn der Einzelhandel eigentlich auf diese Situation? Die Unternehmen, die in einer guten Einkaufskooperation organisiert sind, sind ja nicht alleine, sondern eine Einkaufskooperation sorgt eigentlich für alles, was ein Händler braucht, bis auf zwei Entscheidungen, die der Händler selber treffen muss. Die erste Entscheidung heißt, wo habe ich meinen stationären Standort, wo miete ich einen Laden und betreibe mein Geschäft. Die zweite Entscheidung ist, mit welchen Mitarbeitern will ich arbeiten. Das sind die zwei Entscheidungen, wo eine Einkaufskooperation nicht hilfreich sein kann. Aber eine Einkaufskooperation kümmert sich um alles. Um den optimalen Warenfluss. Innerhalb von 24 Stunden ist aus dem Zentrallager die Ware in dem jeweiligen Point of Sale oder direkt beim Endkunden, der gesagt hat, ich möchte gerne dieses Produkt bei dem stationären Händler kaufen, aber schick's mir nach Hause. Das geht ja auch und ist inzwischen erfolgreich, wirklich zigtausende Mal erprobt. Die zweite Thematik ist, sei es
Versicherungen, sei es Hilfestellung bei Computersystemen, sprich Warenwirtschaftssysteme, all das leisten gute Einkaufskooperationen. Insofern sind da keinerlei Nachteile gegenüber Amazon oder einzelnen großen Playern. Ich nenne mal in der Schuhbranche Deichmann als großen Schuhhändler, der ja über 5 Milliarden Umsatz macht in Deutschland. Kurzum, da kann ein Mitglied der Ariston Nordwestring Schuh-Einkaufskooperation absolut mithalten, gar kein Problem. Was Amazon geschafft hat, ist gemäß GAFA, Google, Amazon, Facebook und der vierte Player ist Apple. Wenn Sie diese vier Konzerne betrachten, dann sind sie ja seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt. Und genau wie Google ist Amazon inzwischen ein Suchportal. Sie geben irgendein Stichwort ein und dann sagt Ihnen Amazon eine Antwort. Und die Algorithmen sind so perfekt, dass Amazon eben Ihnen noch sagt, übrigens zu dem Produkt hat man auch im Regelfall dieses und jenes gekauft, um das Ganze besser abzurunden. Weil ein Verkäufer im stationären Handel weiß natürlich, dass zu einem Kleid auch ein schicker Schal gehört, vielleicht ein Gürtel, und bringt Ihnen entsprechende Produkte nahe. Kurzum, Amazon, die Online-Welt, versucht, das Einkaufserlebnis stationär, so gut es eben geht, darzustellen. Aber sie wird es nie erreichen. Und für jedes Unternehmen auf dieser Welt gibt es irgendeine natürliche Grenze. Und Amazon ist ganz kurz davor, diese natürliche Grenze zu erreichen. Auch für Amazon werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Das Online-Einkaufserlebnis oder andersrum, das stationäre Einkaufserlebnis möglichst gut online darzustellen. Wenn wir das jetzt versuchen, so ein ganz bisschen umzudrehen. Der Onlinehandel ist ja für viele längst ein wichtiger Bestandteil geworden in einem Multi-Channel-Geschäft, um einfach neue Absatzmärkte zu generieren, einfach sich breiter aufzustellen. Wenn das, der Online-Bereich einfach ein Bereich ist oder vielleicht auch für einige inzwischen der einzige Bereich, wo Umsatzzuwächse noch zu generieren sind, schlüpfen dadurch dann Filialen, Verkaufsräume etc. in eine neue Rolle? Also ich verstehe den Hintergrund Ihrer Frage. Die Thematik ist ja, was begrenzt das Wachstum im Handel? Und da muss man ganz simpel sagen, das Wachstum im Handel findet nur statt, wenn die Bevölkerung über genügend verfügbares Einkommen, frei verfügbares Einkommen verfügt. Heißt, wenn Sie das Nettogehalt, was auf Ihrem Konto eingeht, betrachten, dann müssen Sie ja zunächst einmal Miete bezahlen, damit Sie irgendwo Ihren Kopf nachts betten können. Das nächste, was Sie ausgeben müssen, ist etwas zu essen zu kaufen. Und auf alles andere können Sie mehr oder minder nach Neigung verzichten oder aber Konsum ausüben. Wenn Sie Mobilität brauchen, haben Sie als einfachste Stufe ein Fahrrad oder ein E-Bike oder Sie benutzen den öffentlichen Personennahverkehr. Das ist auch noch Geld, was abgeht. Erst danach bleibt der normale Konsum, der richtig Freude macht. Sie können sich ein schönes Teil zum Anziehen kaufen. Sie können Ihrem Hobby nachgehen und Geld für Ihr Hobby ausgeben. Kurzum, es ist nicht so, dass einfach Wachstum unendlich ist, sondern Wachstum ist durch das gerade genannte Einkommen begrenzt. Und was stattfindet, ist ja eine Umverlagerung. Je nach Branche unterschiedlich. In der Spitze ist der Onlinehandel oder der Distanzhandel, wie es noch treffender gesagt wird, der Distanzhandel bei etwa 30% Anteil vom gesamten Kuchen angekommen. In Branchen, wo noch nicht viel stattfindet, ganz wenig erst, der Lebensmittelhandel, da ist man noch nicht mal bei 5% angekommen, weil die meisten Bevölkerungsteile es nach wie vor lieben, am Wochenende mit ihrem Auto zum einmal wöchentlichen Großeinkauf zu einem Supermarkt zu fahren, da einen bequemen großen Parkplatz vorfinden. Und das leitet dann gleich über auf das Thema, wie bequem machen wir denn einem Menschen das Einkaufen in der Stadt? Das ist ein Thema, über das ich gleich gerne noch sprechen würde. Ja, ich auch gerne. Ich greife mal zunächst mal das Stichwort Lebensmittel-Onlinehandel noch mit auf. Als Marktführer ist da Rewe weit vorne, beziehungsweise Lidl, Aldi, die machen da erst gar nicht mit, weil die sagen, das ist kein Geschäftsmodell für uns. Und Rewe sagt, wir machen das, aber soweit ich die Zahlen kenne, sind die ziemlich rot. Aber aufgrund von Kundenbindung und oder Kundenbindung reicht schon als Stichwort, einfach ein Feld, wo Rewe sich etablieren möchte. Wie finden Sie das denn? Ist das einfach wichtig, da auch diese Kundenbindung,
die Leute an meine Marke zu binden oder würden Sie das anders angehen? Also Rewe ist sicher derjenige, der am meisten vorne ist. Es ging los mit Herrn Kaparos. Heute ist Lionel Suk als oberster Geschäftsführer von Rewe Deutschland unterwegs und forciert dieses. Aber man muss ja mal deutlich sagen, was ist denn passiert? Wir haben Handel, der hat Face-to-Face. Und wir haben Handel, der macht Raumdeckung. Ein Mitarbeiter für 500 Quadratmeter. Der Lebensmittel hat es geschafft, den Kunden zum Mitarbeiter zu machen. Sie sind der Mitarbeiter des Lebensmittelhandels, wo Sie einkaufen, weil Sie entleeren die Regale, bringen die Ware zur Kasse, sind bereit, das Geld dann von Ihrem Konto abfließen zu lassen in Richtung auf diesen Handel. Wir Fotohändler machen eine Bedarfsanalyse, welche Kamera am besten zu Ihnen passen würde. Wir haben Face-to-Face, 1:1. Wir können den Kunden nicht zum Mitarbeiter machen und wollen das auch gar nicht. Das ist also ein ganz wichtiges Thema, wo sich der beratende Fachhandel unterscheidet. Und wenn wir über den Lebensmittelhandel sprechen, es gibt auch im Lebensmittelhandel erfolgreiche Modelle, aber das sind Spezialisten, die sich auf einen schmalen Bereich beschränkt haben. Ich nenne stellvertretend ohne Schleichwerbung nur mal zum Verständnis einen einzigen Namen. Es gibt einen Spezialisten für spanische Spezialitäten, der nennt sich wie das spanische Wort für Schinken, Jamon. J-A-M-O-N geschrieben, jamon.de. Er verkauft diese wunderbaren Pata Negra-Schinken von den schwarzfüßigen Schweinen Spaniens bis hin zu spanischem Wein. Das heißt, schmal in den Markt gehen kann auch im Lebensmittelhandel ein Distanzhändler erfolgreich sein. Aber in der Breite der Produkte, die ein Haushalt braucht, ist derzeit ganz weit vorne nach wie vor der jeweilige Lebensmittelmarkt Ihres Vertrauens. Und Sie erleben ja in Deutschland, dass die kleineren Flächen von Lidl und Aldi von 700 Quadratmetern über 800, 1200, jetzt aktuell auf 1400 bis fast 2000 gewachsen sind. Und wenn Sie mehr Umsatz machen wollen, dann darf ich mal daran erinnern, dann kann es nicht sein, dass Sie Rotkäppchen Sekt für 2,49 Euro verkaufen. Schlauer ist es, auf der gleichen Fläche Champagner zu verkaufen für 12,99 Euro. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zu sprechen kommen, was Corona verändert hat, beziehungsweise welche Lehren man aus dieser Pandemie gezogen hat. Also es gab ja ganz viele Modelle, die uns irgendwie auch erst fremd waren. Also sowas wie Click and Collect haben Sie ganz zum Anfang erwähnt. Click and Meet gab es eine Zeit lang. Das ist vielleicht etwas, was am ehesten wieder verschwinden wird. Auf der anderen Seite hat man ja auch während der Pandemie ganz viele positive Beispiele gesehen, wie Leute unternehmerischen Mut bewiesen haben oder auch einfach tolle Ideen hatten, die umgesetzt haben. Sei es eine Art Modenschau mit dem Smartphone, wo Leute die Waren präsentiert haben. Was gibt es da auch an positiven Erkenntnissen und Entwicklungen, die Ihrer Meinung nach nach Corona bleiben werden? Ich darf vielleicht mal ein Beispiel meiner eigenen Firma nennen, weil das ist so schön gut verständlich. Wir hatten bisher die Idee, dass wir Menschen rings um den Kirchturm von Bielefeld, Gütersloh, Warendorf, Oelde, wo wir unsere Filialen haben, glücklich machen möchten. Damit wir das können, haben wir natürlich Kameras. Kameras sind extrem preisvergleichbar. Es gibt nur ein einziges Kameramodell, Canon R5, auf der ganzen Welt. Und das Modell muss ich zum richtigen Preis haben. Das heißt, wenn ich den richtigen Preis habe, warum sollte ich mich dann auf Ostwestfalen im Absatz beschränken? Wenn ich den richtigen Preis habe, kann ich auch einen Kunden am Bodensee bedienen und einen in Flensburg in Schleswig-Holstein. Kurzum, wir haben investiert in ein neues Warenwirtschaftssystem, was uns einen noch besseren Online-Auftritt ermöglicht. Und wir können genauso gut Pakete packen, als einen Laden mit der massiven Mobilitätsbehinderung in Bielefeld in der Altstadt zu unterhalten. Ein Bereich, der, glaube ich, weiterhin an viel Fahrt aufnehmen wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ist ja auch ein Vorwurf, mit dem sich viele größere Versandhändler auch immer wieder auseinandersetzen müssen. Beziehungsweise ist dann die Frage, ist das dem Händler vorzuwerfen oder doch eher dem Kunden, der 6 Schuhe bestellt und 5 Paar zurückschickt und 1 behält. Auf jeden Fall ist das ja Trend. Bewusster Konsum, das finden wir alle gut. Wir möchten wissen, woher die Waren kommen und wofür wir unser Geld ausgeben. Inwieweit ist das eine Chance auch für den stationären Handel, da Nektar zu saugen aus diesem Thema Nachhaltigkeit?
Ich fange mal an mit dem, was der Handel schon geleistet hat. In Deutschland haben wir pro Kopf im Jahr 70 Plastiktüten verbraucht. Durch freiwillige Selbstbesprenkung, durch Angebot von wiederverwendbaren Einkaufsbeuteln haben wir es geschafft, von 70 auf unter 40 zu kommen. Wir haben es halbiert, wir sind inzwischen bei unter 30. Und das führt dazu, dass deutlich weniger Plastikmüll anfängt. Das ist das eine. Das zweite ist, durch die Bereithaltung von wiederverwendbaren Einkaufstaschen ist auch die Bereitschaft bei den Kunden gestiegen, diese Dinge auch zu benutzen. Das heißt, wir sind ständig dabei, die Dinge zu verfeinern. Wenn Sie die ganze Mobilität, die sich bei individuellen Fahrzeugen in Richtung Elektrizität, zukünftig Wasserstoff entwickelt, nehmen, werden unsere Städte sauberer werden. Und deshalb ist eine Mobilitätsbehinderung über das normale Maß hinaus absolut destruktiv aus Sicht des Handels. Es gibt eine ganz einfache Theorie von mir, der noch niemand widersprochen hat. Auch Ralf Brinkhaus von der CDU nicht, sondern der verbreitet das mit. Und zwar ist es so, in jeder Stadt sind Sie psychologisch bereit, so viele Meter zu Fuß zu gehen als Passant, wenn Sie erst angereist sind, vielleicht mit Ihrem Auto, wie die Stadt Einwohner hat, geteilt durch 1000. Für Bielefeld wären das also ungefähr 350 Meter. Für Gütersloh sind es 100 Meter. Für einen kleineren Ort auf dem Lande verbietet sich eine Fußgängerzone, weil wenn ein Ort nur 20.000 Einwohner hat, möchten Sie mit Ihrem Fahrzeug direkt in den Laden Ihres Einkaufs fahren, 20 Meter. Ja? Und noch kleinere Städte, naja, da möchten Sie am liebsten im Laden parken. Das heißt, wenn Sie nach München fahren, wissen Sie von vornherein, unter 1.000 Metern werde ich kein geeignetes Parkhaus finden, um dann zum Ort meines Einkaufs zu kommen. Berlin? Ausnahme, unsere Bundeshauptstadt, da müssen Sie schon mal 4 Kilometer einkalkulieren, um zum Ort zu kommen, wo Sie sich wohlfühlen. Und in Hamburg ist es etwas mehr als 1000 Meter. Und wer sich als Stadt meint, gegen den Mobilitätswunsch seiner Bürger auflehnen zu müssen und ihnen Diktate aufzuerlegen, wird scheitern. Das haben Sie jetzt schon sehr eindrücklich geschildert. Dadurch, dass Ihnen das Thema ja ganz offensichtlich auch unter den Nägeln brennt, werde ich die Frage dann nochmal nachschieben sozusagen. Also ein Beispiel jetzt hier aus der Region Bielefeld, haben Sie gesagt, ist ja der Test zur Verkehrsberuhigung in der Bielefelder Altstadt. Der sollte zunächst bis Ende Oktober laufen. Jetzt wurde der Testzeitraum verlängert bis Februar 2022. Und auch die IAK Ostwestfalen blickt da natürlich mit Sorge drauf, auch gerade, weil es den Zeitraum des so wichtigen Weihnachtsgeschäfts betrifft. Sie haben gesagt, wie Sie es bewerten, dass Sie das sicherlich nicht gut finden. Erkennen Sie allgemein diesen Trend der Verkehrsberuhigung jetzt auch? Ihrem Geschäft sind Sie in Gütersloh. Was ist Ihnen dann noch bekannt? Also ganz simpel auf den Punkt gebracht. Ich sage das hier als Privatmann, da kann ich eine freie Meinung äußern. Ich betone das nochmal ganz deutlich. Bielefeld ist ganz vorne auf dem Holzweg. Der Holzweg ist, die Bevölkerung willkürlich zu beschneiden in der Mobilität. Die Bevölkerung ist im Moment dabei, freiwillig Elektrofahrzeuge zu kaufen, auf E-Bikes umzusteigen. Jeder tut im Rahmen seiner Möglichkeiten das, was er tun kann. Dass Bielefeld gleichzeitig den Ostwestfalen-Damm als Baustelle macht, parallel dazu die B61 als Baustelle macht, gleichzeitig den Jahnplatz 2 Jahre lang als Baustelle sperrt, den Zugang zur Altstadt seit Wochen über Baustellen massiv behindert, ist entweder destruktiver Vorsatz oder Dummheit. Handel ist nicht möglich, ohne dass er erreichbar ist. Und Bielefeld erfüllt zurzeit überhaupt nicht die Pflichtaufgabe eines Oberzentrums, attraktiv zu sein für das Umland. Das machen die umliegenden Städte Paderborn, Gütersloh, Herford, Minden deutlich besser. Und Bielefeld darf auch nicht außer Acht lassen, dass andere Oberzentren wie Münster oder Osnabrück hohe Attraktivität haben und im Wettbewerb wird Bielefeld zurückfallen, wenn sich die Stadtpolitik nicht schleunigst eines anderen Weges befleißigt.
Ich würde noch einmal den Schwenk zurück machen Richtung Corona, weil wir jetzt bei diesen Einflüssen sind, die von außen auf die Branche treffen oder prallen. Grundsätzlich muss man ja erstmal festhalten, dass zahlreiche Unternehmen unverschuldet ja auch in diese existenzbedrohende Lage gekommen sind. Das hat sich ja so niemand ausmalen können, dass uns das jetzt auch über diesen langen Zeitraum begleitet. Und verschiedene Rettungsschirme wurden aufgespannt. Es gab die Soforthilfeprogramme, Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe. Wie hat das aus Ihrer Sicht funktioniert? Sind die Hilfen rechtzeitig und ausreichend geflossen oder hätte da noch nachjustiert werden müssen? Also ich bin nach dem Kriege groß geworden und all den Jahren bis zum Beginn der Corona-Krise habe ich noch nie Geld vom Staat bekommen. Es ist das erste Mal in der Geschichte von Foto Schorch und vieler Einzelhändler, dass wir einen Geldrückfluss vom Staat erlebt haben in zweierlei Form. Nämlich einmal, es gab zum ersten Mal historisch Kurzarbeitergeld für den Handel, weil wenn unsere Mitarbeiter nicht tätig sein durften und ich sie trotzdem, damit sie ihre Familien weiter ernähren konnten, bezahlen musste, was ich auch gerne getan habe, dann ist die Kurzarbeit eine hervorragende Hilfe gewesen. Und wir hoffen sehr, da wir noch lange nicht bei 100% wieder sind, dass das ganze Jahr 2021 noch verlängert werden wird und anhält, was das Thema Kurzarbeit angeht. Ich wehre mich ein bisschen gegen das Wort Hilfe. Das mag aus Sicht der Politik richtig sein. Ich spreche lieber von Schadenersatz. Man hat uns massiv mit den behördlichen Auflagen Schaden zugefügt. Und das, was wir bekommen haben, hat zwar Hilfe geheißen, war aber in echt Schadenersatz. Und dieser Schadenersatz ist geflossen. Der erste Schadenersatz vom Land Nordrhein-Westfalen kam sogar sehr, sehr schnell und das verdient hohes Lob. Für eine Bürokratie war es geradezu sensationell schnell und es hat mich sehr gewundert, dass auf einmal Geld aufgrund unserer Anträge auf unserem Konto war. Im Nachhinein muss man feststellen, dass auch Missbrauch festgestellt werden musste. Also bitte ich um Verständnis dafür, wenn jetzt die Politik überprüft, ob denn auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Das hat seine Richtigkeit. Die Überbrückungshilfe 3 war zunächst nur angedacht für die Gastronomie, die im weihnachtlichen Geschehen des November und Dezember 2021 ja massiv betroffen ist und viel, viel länger geschlossen war als der Handel. Und ich muss an dieser Stelle einmal für die Kollegen in der Gastronomie sagen, liebe Gastronominnen und Gastronomen, ohne euch können wir auch nicht richtig arbeiten. Wir brauchen euch Wand an Wand zu unseren Handelsgeschäften. Ein Besuch der Innenstadt macht nur Spaß, wenn man danach oder parallel dazu einen Kaffee trinken kann, eine Kleinigkeit essen kann, wenn man sich wohlfühlt in der Stadt. Und ohne euch, liebe Gastronominnen und Gastronomen, funktioniert das nicht. Wir haben mit euch gelitten und wir wollen alles daran setzen, viel Publikum in eure gastronomischen Betriebe zu bewegen, nicht nur in den Handel. Ja, Sie haben es Schadensersatz genannt und da würde ich gerne noch den 10-Punkte-Plan für einen kraftvollen Neustart aus der Krise des Handelsverbands Deutschland mit einbringen. Der Handelsverband schätzt, dass trotz dieser Hilfen bzw. dieser Schadensersatzleistung 120.000 Einzelhandelsgeschäfte infolge der Krise verschwinden könnten. Und damit dem möglichst kräftig entgegengewirkt werden kann, gibt es sehr konkrete Forderungen des Handelsverbands, gerade auch mit Blick auf die Bundestagswahlen und die dann neu gebildete Bundesregierung. Und in diesem 10-Punkte-Plan, da stehen Punkte drin wie ein City-Bonus, ein großes Sonderprogramm zur Innenstadtmobilisierung, Stabilisierung, Innenstadtstabilisierung, zusätzliche Sonntagsöffnungen. Welche Instrumente halten Sie dafür sinnvoll, um den Einzelhandel nachhaltig zu stärken? Also wir leben mit der Erreichbarkeit, mit einer individuellen Mobilität, die weiter möglich sein muss. Und das ist der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, Bielefeld ist da massiv auf dem Holzweg. Ohne Mobilität, ohne dass Sie die Geschäfte des Handels bequem erreichen, ohne schöne Parkhäuser. Das schönste Parkhaus, was ich im weiten Umkreis kenne, ist das Parkhaus an der Welle. Gut beleuchtet, schräg einparken. Auch Menschen, die nicht so parkaffin sind, finden da leicht einen Unterschlupf und selbst größere Fahrzeuge passen da gut rein. Das muss aber erreichbar bleiben. Und ohne bequeme Erreichbarkeit und Zugang
zu den Städten, wird Handel stationär nicht funktionieren können. Und wenn man das nicht erreicht in einer Stadt, dann wird die Bevölkerung mit den Pneus und mit den Füßen abstimmen und andere Orte zum Einkauf aussuchen oder online bekommt einen noch höheren Marktanteil. Dann muss sich eine Stadt überlegen, wie sie denn die Erdgeschossflächen, die früher mal Ladengeschäfte waren, füllen will. Und was das für Immobilienbesitzer bedeutet, wenn sie statt 50 Euro für den Quadratmeter nur noch 5 Euro für den Quadratmeter bekommen. Denn mehr wird in einer Erdgeschosslage dann, wenn es ein Büro ist, nur schwer zu erzielen sein. Vielleicht noch 10, aber keinesfalls mehr diese 50 Euro pro Quadratmeter. Und wenn auf der Bahnhofstraße in Bielefeld bis zu 100 Euro oder mehr bezahlt werden, dann wird auch das Handelsangebot sich in diesem Bereich ändern. Und das hat Auswirkungen auf das Gewerbesteuereinkommen einer Stadt. Und wenn Handel nicht mehr attraktiv ist in einer Stadt, wenn Kultur nicht ausreichend vorhanden ist und bequem vom Umland auch erreicht werden kann, ich meine hier die Theater, dann wird sich auch der Zuzug zu einer Stadt negativ entwickeln. Im Umfeld von Bielefeld ist Gütersloh. Prognostiziert wird für Gütersloh weiter Zuwachs. Wir haben ein Theater, wir haben bequeme Erreichbarkeit für Mobilität, Individualverkehr. Wir haben Parken für 1 Euro den ganzen Tag auf dem Marktplatz in Gütersloh oder am Webereigelände. 1 Euro Parkgebühr für den ganzen Tag. Kurzum, die Städte entscheiden selber über ihr Schicksal. Und wenn die Stadtpolitik falsch entscheidet, dann wird das entsprechende Auswirkungen haben auf die Wertigkeit der Stadt selbst, auf die Wertigkeit der Immobilien, auf den Umsatz, der an diesem Standort gemacht wird. Das ist alles ganz wichtig. In der Stadt Bielefeld findet ein Einzelhandelsumsatz statt von aktuell 2,3 Milliarden. So weit weg ist Paderborn mit 1,8, der Kreis Paderborn, und der Kreis Gütersloh mit 1,7 Milliarden nicht mehr. Bielefeld muss sich überlegen, welche Rolle sie zukünftig spielen wollen. Die Städte entscheiden selbst über ihr Schicksal. Das würde ich gerne aufgreifen. Das finde ich sehr schön und passend, nämlich zur nächsten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Zu den Städten gehören natürlich auch letztlich die Bewohnerinnen und Bewohner. Und wenn wir jetzt mal das Stichwort nennen, jeder ist ja auch selbst dafür verantwortlich, wo er einkauft und sein Geld investiert. Und Sie haben gerade auch von den, unter anderem von den Steuereinnahmen gesprochen, letztlich bedeutet das ja auch, wo der Handel floriert, wo das Geld dann auch fließt und investiert wird. Da gibt es lebenswerte und attraktive Innenstädte und das sollte ja letztlich erstmal ein gesamtgesellschaftliches Interesse sein. Und was wünschen Sie sich denn diesbezüglich auch von den Kunden? Also wir sind jedem Kunden besonders dankbar, wenn er sich mit dem Fahrrad zu uns bewegt, weil das Fahrrad weniger Raum einnimmt als ein Pkw. Aber das Umland in Ostwestfalen ist ländlich strukturiert. Wir haben viele Landwirte, wir haben nicht nur Landwirtschaft, sondern wir haben auch Schweine, Hühnerzuchtbetriebe. Wir haben ganz, ganz viel ländlichen Raum. Und so reicht der Arm des öffentlichen Personennahverkehrs nicht, um diese Bürger in die jeweiligen Städte zu bringen. Sie sind auf ein Kfz angewiesen. Und wenn ich dann nicht den Raum bereitstelle, um bequem die jeweiligen Städte zu erreichen, dann mache ich etwas falsch. Wir sind, ich habe es eingangs schon gesagt, im Moment auf einem Wege des starken Zuwachses bei Elektrofahrzeugen. Also auch die Luft in den Städten wird täglich besser. Wir sind auf dem Wege, Mobilität zu erreichen mit neuen Gefährten. Ich sagte E-Bike. Es gibt neue Elektromobile, die etwas kleiner sind als ein Auto. Kurzum, da findet ein massives Umdenken in weiten Teilen der Bevölkerung statt. Und es ist wirklich ganz klar, dass wir uns auf einem Wege befinden hin zu einer saubereren Mobilität als in der Vergangenheit. Aber es muss als tiefster Ausdruck der Freiheit weiter möglich zu sein,
über seine Mobilität zu bestimmen, auch über die Reichweite, die man üblicherweise mit einem Fahrrad zurücklegt, hinaus. Ich würde da noch einmal weiter ansetzen, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, das Billigfleisch in der Kühltheke bleibt möglichst liegen und man entscheidet sich für das regionale Bioprodukt. Das wäre so ja, die Traumvorstellung natürlich und allen geht's gut und alle sind glücklich. Wenn wir das jetzt dann wieder auf den Einzelhandel beziehen mit zum Beispiel, ich lasse halt den Online-Händler links liegen, sondern gehe bewusst den Weg in die Stadt zu meinem Geschäft vor Ort. Es hat ja auch viel mit Bequemlichkeit zu tun. Also das meine ich damit, ob sich nicht jeder auch selber so ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen muss, zu sagen, dass eine bewusste Entscheidung werden zu lassen, wo ich einkaufe und dass ich sage, okay, ich verkneife mir das jetzt gerade hier in 10 Sekunden die Schuhe online zu shoppen. Ich möchte weiterhin in einer schönen Stadt wohnen, wo in Spielplätze investiert werden kann, wo vielleicht Bänke aufgestellt sind, wo einfach eine hübsche Grünanlage ist, wo ich einfach mich auch als Bürger, der ich ja bin, wohlfühlen kann. Und wenn wir das jetzt so zur Grundlage legen, ja, muss da jeder auch sich selber so ein bisschen hinterfragen und seine Einkaufsstrategie? Ja, darum bitten wir den Bürger. Also was Sie gerade gesagt haben, ist wahnsinnig wichtig. Ich bitte wirklich jeden, seine Einkaufsstrategie zu überdenken. Und ich bin hier ja in der IHK. Und die IHK ist kraft staatlichen Auftrages aufgerufen, sich um Ausbildung zu kümmern. Nur der stationäre Handel bildet Auszubildende aus. In ganz, ganz vielen Berufen, die ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen kann. Das Handwerk bildet aus im Handwerk. Das sind alles Dinge, die durch Ausbildungsbetriebe im Handel und im Handwerk erledigt werden. Und wenn es diese Betriebe nicht mehr gibt, dann ist es ganz schlecht um den deutschen Nachwuchs bestellt, der die Schule verlässt und sich verzweifelt fragt, was soll ich denn bitte für einen Beruf ergreifen? Was soll ich tun? Die allseits beliebte Banklehre hat nicht mehr das Standing von vor 20 Jahren, weil sie gerade erleben, dass eine Fülle von Bankfilialen geschlossen wird, weil diese Branche es auch geschafft hat, den Kunden zum Mitarbeiter zu machen. Sie stehen entweder an den Bankautomaten oder sitzen an ihrem heimischen Computer und betreiben Online-Banking. Das, was die Handelsbetriebe und die Handwerksbetriebe vor Ort in Regionen noch durch Spenden an lokale Sportvereine, an entsprechende Vereine, die sich um die Lebensqualität bemühen, in den jeweiligen Städten tun, ist völlig unerwähnt. Deswegen möchte ich es mal erwähnen. Ich habe noch nie erlebt, dass Amazon einen heimischen Fußballverein unterstützt hätte oder einen Sportclub oder einen Tennisclub mit Spenden, mit Tombola-Geschenken oder was auch immer. Liebe Bürger, denkt daran. Ja? Wir sind zuständig für einen erheblichen Teil der Lebensqualität, die als selbstverständlich erachtet wird, aber nicht selbstverständlich ist. Das wird verschwinden, wenn Sie nicht den stationären Handel unterstützen. Ja, da haben Sie jetzt die perfekte Überleitung geliefert zu unserem nächsten Thema. Das ist nämlich die Aktion Heimatshoppen, eine IHK-Kampagne. Kurz zur Erklärung, was genau sich dahinter verbirgt. Der Slogan ist, dass es 6 gute Gründe gibt für Heimatshoppen. Und das wären unter anderem, ja, Heimatshoppen ist Einkaufen bei Nachbarn und Freunden. Heimatshoppen macht Ihre Stadt lebenswert. Heimatshoppen sichert, Sie haben es gerade gesagt, Arbeit und Ausbildung. Heimatshoppen stärkt Ihre Gemeinschaft, reduziert die Umweltbelastung und unterstützt, das haben Sie auch schon angesprochen, Vereine und Events. Und da wären wir dann dabei, dass der Einzelhandel halt längst nicht nur eine Versorgungsfunktion hat, sondern halt wirklich eine Gemeinwohlfunktion und dass es sicherlich sehr gute Gründe gibt, in der Heimat einzukaufen. Sie haben ein wunderbares Vokabel gerade gebracht, nämlich Gemeinwohl. Wir fühlen uns als wesentliche Partner eines positiven Lebensgefühls für unsere Kunden, für den Bürger. Wir sind unverzichtbar gemeinsam mit den gastronomischen Betrieben in der Stadt und wir bitten darum, uns bevorzugt als Städte des Einkaufs wahrzunehmen. Natürlich gibt es Teile, die nicht perfekt funktionieren
oder exotische Produkte, die wirklich nur online zu finden sind, weil es keinen Händler mehr in dieser Branche in einer Stadt gibt, dann ist es verzeihlich, online einzukaufen. Aber generell geben Sie dem stationären Handel bitte die erste Chance. Und erst wenn der versagt, aus irgendeinem traurigen Grund, dann sollten Sie zur Notlösung online greifen. Zur Aktion Heimatshoppen, da gibt es Aktionstage in der Region. Ich habe mir die Termine notiert, ich will die einmal kurz hier vorlesen. Das ist am 14. August geht es los in Bielefeld, am 20. August sind wir dann in Lübbecke, 26. August Herford. Voraussichtlich am 28. August gibt es einen Aktionstag in Paderborn und dann sind wir im September, 4. September in Gütersloh. Ein Termin für Höxter wird noch folgen. Können Sie auch über die IAK-Website ostwestfalen.iak.de dann einsehen. Sie sind auch mit dabei. Vielleicht noch kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist da zu erwarten? Also wir möchten gerne die wichtigen Leuchttürme städtischen Geschehens, die politisch unterwegs sind, einbinden. Wir werden, ich sage es jetzt am Beispiel Gütersloh, am 4. September den Bürgermeister, unseren Landrat Sven-Georg Adenauer dabei haben. Der Bürgermeister ist Norbi Morkes. Wir werden die führenden Einzelhändler in einem Stadtrundgang einbinden, zeigen, wie schön unsere kompakte Innenstadt ist. Und wir hoffen auf eine starke, positive Presseresonanz, die dann davon berichten wird, damit die Menschen, die Gütersloh schätzen. Das Gleiche gilt natürlich für Paderborn, Herford, Lübbecke und Bielefeld. Jeweils ihre Stadt wieder ins Visier nehmen als Stätte des optimalen Einkaufs. Heimatshoppen ist eine Aktion. Es gibt viele weitere. Es gab und gibt sie immer noch diverse Gutscheinaktionen zum Beispiel. Und so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass sich jetzt während der Krise ein besonderes Maß der Solidarität in der Branche, aber auch für die Branche gezeigt hat. Und das ist ja was sehr Positives, was wir unbedingt beibehalten wollen. Und was glauben Sie, wie lässt sich dann daraus auch Schub für die Zukunft gewinnen? Also ich darf einmal ein Beispiel nennen. In etlichen Städten hat die Kommune erstmals Geld in die Hand genommen, um zielgerichtet, zeitlich beschränkt, ein Einkaufserlebnis in der Innenstadt zu forcieren. Man hat zum Beispiel einen 20-Euro-Gutschein bezahlt und hat einen Einkaufswert von 25 Euro bekommen. Das ist durch Corona zweimal verlängert worden. Das letzte Ende war am 30.06. Und gerade in den letzten Tagen hat es einen enormen Schub des Einkaufs im stationären Handel gegeben durch diese Gutscheine. Das hat dem Handel sehr geholfen. Und wir würden uns eine Wiederholung dieser Aktion wünschen, wenn wir durch Corona noch einmal so massiv nachhaltig beschädigt werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wir kommen langsam zum Abschluss tatsächlich. Und da möchte ich Ihnen noch mal die Chance geben, so ein bisschen Werbung für den stationären Einzelhandel zu machen. Sie haben relativ zum Anfang des Gesprächs gesagt, dass für Sie USP natürlich die persönliche Beratung ist und ich wollte irgendwie noch ein eigenes Beispiel einbringen, weil ich es ganz schön fand und auch passend. Zu meiner eigenen Schande muss ich gestehen, ich habe noch nicht mehr fotoscheucht eingekauft, aber ich fotografiere selbst auch in der Freizeit ganz gerne mal und war bei einem anderen Fotofachgeschäft in Bielefeld. Und das ist auch mein Laden, wo ich immer hingehe, wenn ich irgendwas brauche oder wenn ich irgendwas habe. Also alles, was meine Kamera betrifft, kaufe ich immer da. Und da gab es den Fall, dass mein Objektiv kaputt war. Es musste eingeschickt werden zum Hersteller. Und ich brauchte aber ganz dringend ein neues und dann hat mir der nette Händler einfach eins in die Hand gedrückt und sagte, bring es mir wieder, wenn du das andere Objektiv abholst, kannst du die so lange leihen. Und ich war erstmal perplex, aber fand es total schön, habe damit auch nicht gerechnet, geschweige denn eingefordert. Aber das ist für mich natürlich ein überragender Service gewesen, wo ich dachte, so super, ich bin genau richtig hier und hier komme ich immer wieder gerne hin. Und ich hoffe, das ist ein Beispiel, das auch anderen zeigt, wie viel Glück man auch haben kann, wenn man sich das richtige Fachgeschäft aussucht. Also vielleicht nochmal mit Ihren eigenen Worten, so diese Kernkompetenzen eines guten Händlers und warum es sich einfach auch lohnt, ins Fachgeschäft vor Ort zu gehen. Ich habe vor etlichen Minuten gesagt, im stationären Handel finden Sie in der jeweiligen Branche eine Freundin oder einen Freund. Nämlich die Verkäuferin oder der Verkäufer am Verkaufstresen.
Und es geht nicht nur um Verkauf. Wir leben miteinander. Sie haben mein Lieblingshobby gerade erwähnt, die Fotografie. Wir haben uns committed, um die Erinnerungen unserer Kunden zu kümmern. Wir schaffen ja mit der Fotografie Erinnerungen. Und ein Teil Bedauern erntet der Fotohandel dadurch, dass man sagt, ja, die Fotografie ist ja in die Smartphones gekrochen. Das ist zwar richtig, aber man muss auch sagen, die Smartphone-Fotografie hat die Basis der Fotografie unglaublich verbreitert. Früher gab es in jeder Familie einen fotokompetenten Menschen, Onkel Willi zum Beispiel. Der musste bei allen Familiengeschäften fotografieren und dann hat er den magischen Moment der Fotografie am Tresen des Händlers erlebt, nach dem Motto, ist auf dem Film wohl was drauf. Dieser magische Moment ist auf das Display Ihrer Digitalkamera gesprungen. Sekunden, Bruchteile von Sekunden nach der Aufnahme sehen Sie auf dem Smartphone oder auf der Kamera ein Bild. Aber das Bild mit Ihrem Smartphone wird erzeugt durch einen 2 Quadratmillimeter großen Sensor. Der billigste Fotoapparat für ungefähr 119 Euro hat schon einen Sensor 10-mal größer, nämlich 25 Quadratmillimeter. Spiegelreflex- oder Systemkameras mit Wechselobjektiven, Sie sprachen ja eben von einem Objektiv, haben einen Sensor 220 Quadratmeter Millimeter bis 864 Quadratmillimeter. Also eine ungleich vergleichlich bessere Qualität. Sie können auch fantastische Ausschnitte machen. Und die geschätzten Bielefelder Fotokollegen, darf ich sagen, sind in der gleichen Einkaufskooperation wie meine. Deswegen schätzen wir diese Bielefelder Kollegen sehr. Und natürlich wird jeder schlaue Händler seinem Kunden so gut helfen, wie es ihm eben in dieser Sekunde möglich ist, damit er weiter seinem geliebten Hobby der Fotografie nachgehen kann. Erlauben Sie mir noch eine Frage zum Abschluss. Hat so ein bisschen was von Vorstellungsgespräch. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ganz so soll es nicht sein. Aber wenn Sie einmal auch in die Zukunft blicken, vielleicht in 10 Jahren, Sie sitzen in einer Innenstadt, gerne in Gütersloh, Moltkestraße, die Adresse auch von Foto Scheucht, und Sie lassen so ein bisschen den Blick kreisen. Was wünschen Sie sich heute, was Sie dann um sich herum entdecken werden? Sehr gerne. Ich wünsche mir, dass wir sauberer mobil unterwegs sind, dass sich die Aufenthaltsqualität in den Städten erhöht, ohne die Mobilität für den Bürger zu erschweren, und dass wir weiterhin einen attraktiven Mix von innerstädtischem Wohnen, innerstädtischem Leben, Einkaufen und Genießen haben. Herr Scheucht, ich bedanke mich für ein sehr interessantes Gespräch, wünsche Ihnen persönlich alles Gute und natürlich auch für Foto Scheucht eine goldene Zukunft. Ganz lieben Dank, Herr Sommer. Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen diese Dinge zu besprechen. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und Ihren vielen fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ihrer IHK.